Servus, ich bin's euer Stefan und heute geht's um Moosham. Der Ortsname Moosham besteht aus dem mittelhochdeutschen Wort Moos. Das steht für Moor oder Sumpf und dem Wort Ham für Heim. Kurz übersetzt ist es somit eigentlich ein Heim am Sumpf. Höchstwahrscheinlich bezeichnet es somit eine Stelle hier in der Nähe der Wolfach, die früher einfach sumpfig war. Der Ort wurde aufgrund seiner Namensherkunft wohl im Frühmittelalter bereits gegründet. Wer waren die Herren von Moosham? Moosham war einst Sitz eines gleichnamigen Adelsgeschlechtes, und zwar den Moosheimern. Die Moosheimer waren ein Dienstmannsgeschlecht, das heißt, sie entstammten dem niedrigen Adel. Ihr Besitz erstreckte sich von der Hackelmühle bis Moosham und darüber hinaus weiter Wolfach aufwärts im Raum um St. Salvator. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der gleichnamigen Familie Moosheim im Rottal, ist unbekannt. Gab es hier wirklich eine Burg? Moosham erscheint in den Urkunden als Sitz, das heißt, es war höchstwahrscheinlich eine Art Turmburg, als Motte oder ein festes Haus, das heißt ein Haus aus Stein. Die Erbauer und der Zeitraum, wann es erbaut wurde, sind leider unbekannt. Aber, wie wir schon gehört haben, leitete eine Familie den Namen danach ab. Der Zweck dieser Burganlage war, einen Übergang über die Wolfach zu bewachen. Und zwar gab es hier die sogenannte Grafenfurt. Von ihr leiten sich die Grafenwiesen ab. Gleichzeitig bewachte sie eine Straße diesseits der Wolfach. Hat Moosham etwas mit der Grafschaft zu tun? Die Familie der Moosheimer war Dienstmannen der Grafen zu Ortenburg. Das heißt, Moosham war ein Lehen der Ortenburger Grafen. Ein Zeichen für ihre Dienstmannschaft ist beispielsweise das Jahr 1428. Damals gab es eine Fehde der Ortenburger Grafen im Bayerischen Wald. Die Grafen nahmen daraufhin auch Personen gefangen. Diese wurden aber nicht in Ortenburg eingesperrt, sondern auf Moosham. Moosham war somit eine Art Gefängnis. Das ist aber eine besondere Ehre letztendlich für den Dienstnehmer. Das heißt, es war eine Ehrerbietung, dass man die Gefangenen, die ja ein Pfand waren, hier behausen durfte. Aber keine Sorge, diese Personen kamen natürlich wieder frei. Die Familie der Moosheimer verlor letztendlich wieder Moosham. Wir wissen allerdings nicht wann. Das heißt, die Familie benannte sich zwar noch nach Moosham, aber sie war nicht mehr im Besitz des Schlosses bzw. der Burg. Die Gründe hierfür könnten finanzielle Gründe gewesen sein oder aber Eheschließungen. Ab 1411 versuchten nun die Ortenburger Grafen, sich Moosham anzueignen. Also sie kaufen Besitz hier in Moosham, Äcker, Wiesen und so weiter und so fort. Diesen Besitz wandeln sie wiederum in Burglehen um. Das heißt, sie wurden Teil der Ortenburger Grafschaft. 1467 erscheint nun Moosham im Besitz der Familie der Leoprechtingen. Egloff der Leoprechtinger verkauft 1467 den Sitz mit dem zugehörigen Hofbau, Wäldern und Äckern am 28. Mai an Graf Sebastian I. von Ortenburg. Damit kam großer Besitz von der Hackelmühle bis hier nach Grafenwiesen reichend an die Ortenburger Grafen. Und auch natürlich die Grafenfurt direkt in die Hand der Ortenburger Grafen. Was geschah nach dem Kauf? Nach 1471 verschwindet plötzlich die Bezeichnung des Sitzes in den Ortenburger Urkunden. Danach erscheint nur noch ein Hof, das heißt ein bäuerlicher Sitz, ein Bauernhof in den Urkunden. Der Lehninhaber Mooshams, nachdem es ein Burglehen war, hatte eine besondere Pflicht. Anders als viele musste er nicht mit Waffen im Verteidigungsfalle zur Schloss Ortenburg eilen, sondern er musste Wasser aus der benachbarten Wolfach entnehmen
und hinauf zum Schloss bringen, und zwar für den täglichen Hofbedarf. Das heißt, damals im 15. Jahrhundert gab es auf Schloss Ortenburg keinen Brunnen. Der Inhaber von Moosheim musste somit Wasser der Wolfach entnehmen und zu den Ortenburger Grafen bringen. Während des Reformationskonfliktes wurde Moosheim zwischen 1580 und 1587 den Ortenburger Grafen genommen. Es gehörte fortan zu den sogenannten 69 Untertanen oder Höfen. Diese 69 Höfe waren zwischen Bayern und Ortenburg jahrhundertelang umstritten. Bis zuletzt, als die Grafschaft 1805 getauscht wurde, versuchten die Ortenburger Grafen, sich diesen Besitz wieder anzueignen. Der Name des Hofes, der Hasbauerhof, erscheint erst im 17. Jahrhundert. Und zwar ist er erstmalig lesbar auf einer Karte Graf Friedrich Casimirs, die auf den Zeitraum um ca. 1624 datiert ist. In Urkunden erscheint der Hasbauernhof im Jahre 1646, als ihn Graf Friedrich Casimir veräußerte. Soviel zum heutigen Thema der Burg Moosheim vor dem Ortenburger Markt. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.